Ja, herzlich willkommen nochmal von uns zu dem heutigen Talk Ecocide and Green Colorism in SAPMI, wo es über Windparks, Wasserkraftwerke, Rechenzentren und auch die falschen Versprechen dazu gehen wird. Genau, einmal eine kurze Frage in die Runde. Wer von euch hat schon mal über SAPMI oder die Samen gehört? Das sind sehr viele, das ist voll schön. Und für all die, voll schön, dass ihr auch da seid und jetzt wisst, was ihr über die Samen lernen wollt und was dort genau so ist. Im Mai diesen Jahres hat die tolle Sappentour stattgefunden, um ein bisschen das Thema aufzuklären und Perspektiven der Samen sichtbar zu machen. Dabei war Henrik Andersson bei uns zu Besuch und hat Aktivist und Rentierhüter im schwedischen Teil von Sápmi und hat so ein bisschen über die Probleme, aber auch eben so die Widerstände da erzählt. Wir beide sind Tor Maris, beide selber nicht aus Sápmi und gerade heute stellvertretend für die Infotour da. In dem Vortrag heute geht es darum, eine kleine Einführung zu Datenzentren bekommen, die auch jetzt in Nordeuropa viel geplant werden und gebaut werden. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, wollen wir nochmal auf die Geschichte von Sápmi eingehen und aber eben halt auch auf die Ausbeutung, die dort oben stattfindet, nochmal einen kleinen Blick werfen. Genau, und dann so ein bisschen später über die Green Transition, die da geplant ist in Schweden, auch dann das Green Valley, nochmal ein bisschen das einzuordnen, wie das ist und dann mit einem kleinen Ausblick enden. Genau, und jetzt gebe ich erstmal weiter an Kim. Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich fange jetzt an mit dem Teil über Rechenzentren so ein bisschen und will beginnen mit einer kleinen Presseschau, denn auch bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hat man immer mal wieder auf jeden Fall von den Nachrichten davon gehört. Und ich glaube, das Älteste, wo ich davon gehört habe, war 2013 hat sich Facebook niedergelassen in Luleå. Das ist eben in Nordschweden am Polarkreis, also genau die Region, über die wir heute reden. Und hat da ein großes Datencenter eröffnet, auch das erste auf dem europäischen Kontinent von Facebook und mittlerweile das größte von Europa. Wir haben dann diesen Monat erst, kam die Bekanntgabe von TikTok, dass die auch in Norwegen ihr erstes Datencenter bauen werden. Dann haben wir AWS mit Amazon Cloud Services, die auch relativ frisch noch eine Cloud-Region in Stockholm aufgemacht haben. Und zu guter Letzt noch Volkswagen, die auch als natürlich als Autokonzern trotzdem mittlerweile auch immer mehr auf Cloud Computing angewiesen sind und auch auf diese Region setzen für ihr sogenanntes Green Computing. Genau, ich will exemplarisch jetzt mal ein bisschen auf das Luleå Datencenter eingehen, da das auch nach eigener Aussage das größte in Europa ist, obwohl das natürlich immer schwierig zu bemessen ist. Wir haben, es ist schwierig, da genaue Zahlen zu kriegen für die Sachen, die tatsächlich interessant sind, aber wir wissen, es ist über 1 Million Quadratmeter groß. Es hat 2016 laut eigenen Ausgaben über 3 Millionen Server gehabt, auch 2016 150 Angestellte und dann, das ist eine relativ aktuelle Zahl, hat Meta laut eigenen Aussagen an dem Standort 8,7 Millionen Schwedenkronen investiert. Das sind umgerechnet 770 Millionen Euro ungefähr. Und da ist noch nicht mit einberechnet, was vielleicht private Konzerne für den Ausbau von Strominfrastruktur bezahlt haben, für Windkraftanlagen und so weiter und so fort. Und was auch der Staat an den Standort investiert hat. Leider haben wir keine Daten über den Stromverbrauch gefunden, was vielleicht auch ein bisschen verdächtig ist. Mark Zuckerberg sagt aber, hat selber 2016 schon stolz gesagt, dass es über 12 Wasserkraftwerke sind, die für dieses Rechenzentrum allein laufen. Also wir können davon ausgehen, dass es recht viele sind. Genau, dann will ich noch einmal ein bisschen in den europäischen Kontext gehen. Dazu gab es, glaube ich, am ersten Tag hier auch schon einen Talk. Ich will vor allem darauf aufmerksam machen, dass es eben auch in Europa schon verschiedene Widerstände gegen Datencenter gibt. Weil ich glaube, das Neueste, als Alphabet sich in Brandenburg ansiedeln wollte, es da Proteste geben gab und sie jetzt in Mittenwalde sind. In den Niederlanden gab es vor kurzem ein Moratorium für gegen große Rechenzentren generell für 9 Monate und in Irland, wo mittlerweile 14% des inländischen Energieverbrauchs auf Rechenzentren entfallen, wo auch das Foto herkommt. Es geht mir dabei jetzt nicht darum, diese Proteste zu bewerten, sondern vor allem sichtbar zu machen, dass wenn wir auf der einen Seite Cloud-Services nutzen, wir auf der anderen Seite auch ganz materielle Standorte haben, wo dann diese Cloud-Services auch gebaut werden und dann auch verschiedene Probleme mit sich bringen, überall in Europa, ohne jetzt weiter in den verschiedenen Kämpfen da drin zu stecken. Um dann auch nochmal auf Nordeuropa mehr einzugehen, will ich so ein bisschen darüber reden,
was denn die verschiedenen Standortfaktoren sind für ein Rechenzentrum. Ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlich. Genau, als allererstes haben wir Internet. Wir haben in Schweden, ich habe mal geguckt, so ungefähr einen Ping von durchschnittlich 20 Millisekunden von Stockholm zum IXP nach Frankfurt. Ich denke mal, für Rechenzentren ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller. Strom, auch da haben wir eine sehr starke Infrastruktur, gerade im Norden von Schweden oder SAPMI, wo wir ein stark ausgebautes Netz haben. Und zusätzlich zu den vielen Land, das vom schwedischen Staat auch bereitgestellt wurde, um dort eben zum Beispiel Windkraftanlagen zu bauen, hat der schwedische Staat auch im Beginn, mit dem Beginn vom Jahr 2017 Rechenzentren als Basisindustrie anerkannt, was den Steuersatz angeht. Das heißt, Rechenzentren zahlen jetzt den gleichen Steuersatz auf Strom wie zum Beispiel auch Stahl. Wir reden da also von, gerade vor dem Angriffskrieg von Russland, danach hat sich das alles ein bisschen neu gemischt, von ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde, die insgesamt bezahlt werden muss für ein Rechenzentrum. Zum Vergleich, in Deutschland reden wir allein schon von ungefähr 10 Cent Steuern pro Kilowattstunde. Genau. Und zu guter Letzt Kühlung. Ich denke, dass das, was am meisten zitiert wird, ist, wir haben da zum Teil minus 20 Grad im Winter. Das ist natürlich auch ein Standortfaktor. Zusätzlich zu diesen drei Standortfaktoren will ich aber auf einen noch ganz doll eingehen, und das ist so Regulierung und politischer Wille vielleicht auch, den man manchmal so ein bisschen vergisst, denn sowohl Internet, das wächst nicht auf Bäumen, das ist also, wird irgendwo geplant und dann verlegt, das ist also kein Zufall, dass wir dann eine starke Internetinfrastruktur haben. Das gleiche gilt natürlich auch für Strom, das auch einen politischen Wille zugrunde legt. Und bei der Kühlung könnte man am ehesten noch denken, okay, aber das ist ja jetzt tatsächlich eine rein natürliche Ressource, die wir so vielleicht woanders einfach nicht haben in Europa. Aber auch da würde ich sagen, dass das eine menschengemachte Komponente ist, denn dass wir überhaupt Mega-Rechenzentren brauchen, wie die von Facebook, das ist ja schon kein Zufall. Also dass wir zum Beispiel Riesen-Rechenzentren dort oben im Norden bauen und dann die Abwärme dort nicht nutzen, anstatt vielleicht ein anderes Konzept an Rechenzentren überhaupt zu haben, das ist auch der Landschaft von Internet generell geschuldet. Und zu guter Letzt bei Regulierung ist vielleicht auch noch erwähnt, dass Schweden selber auch eine Marketingagentur hat oder eine Agentur hat, die es gerade auch kleineren Firmen sehr leicht macht, sich dort anzusiedeln. Schweden stellt zum Teil auch eigene Flächen bereit, wo du dann mit deinem Server direkt kommen kannst und quasi so Plug-and-Play-mäßig direkt loslegen kannst, und die helfen dann auch mit dem Papierkram. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, gerade für mittelgroße Anbieter. Genau. Um dann aber jetzt auf so ein bisschen mehr auf die Seite, wie das Ganze denn mit den Menschen, die tatsächlich vor Ort leben, wie das die beeinflusst, einzugehen, übergebe ich dann jetzt an Maris, die euch in die Richtung ein bisschen mehr erzählen wird. Genau. Einmal ein bisschen die Frage, wie ist denn eigentlich die Situation in SAPMI? Wir haben gerade das Beispiel mit Lulea vom Datenzentrum gehört, was auch in SAPMI liegt. Und noch einmal vielleicht auf das Zitat von Mark Zuckerberg einzugehen: "It doesn't tie to athletic plans operate on nearby rivers, provide a reliable and renewable power source." Dazu ist inzwischen auch noch, dass immer viel auf Windkraft geplant werden. Und genau, jetzt werden wir gleich so ein bisschen drauf schauen, okay, welchen Einfluss haben denn eigentlich diese Staudämme in SAPMI, und sind die Energien dann wirklich so grün, wie sie immer so sind, und so nachhaltig? Und vielleicht auch da so ein bisschen auch mal so kritisch hinterfragen, ob das, wie sozial verträglich die sind, und vor allem auch im Hinblick auf, welche Auswirkungen sie auf die dort lebenden Menschen haben. Genau, bevor wir darauf eingehen, nochmal ganz kurze Einführung zu SAPMI. Wir sehen hier das Gebiet, wo die Samen leben. Das ist eine indigene Gemeinschaft in Nordeuropa. Und ihr könnt sehen, dass es quasi von Norwegen über Schweden bis nach Finnland und Russland geht. Genau, in der Karte sind jetzt so ein bisschen so die Sprachen erdemappt, also dort, wo auf jeden Fall auch halt samische Sprachen nachgewiesen worden sind. Aber so, dass die Orte, wo vielleicht auch Menschen gelebt haben oder halt irgendwie durchgezogen sind, das Land genutzt haben, kann halt auch noch auf jeden Fall größer sein als diese Karte, um das vielleicht im Hinterkopf zu halten. Es ist halt einfach nicht so, die sind einfach nicht so, dass sie das Land so nach Grenzen einordnen. Dementsprechend ist das auch immer ein bisschen schwer, das so nachzuweisen. Zu den Lebensweisen von den Samen ist so eine grobe Unterteilung in Mountain Sami und Forest Sami, die viel auch Rentiere hüten und jagen, historisch gesehen, und eben auch die Sea Sami, die viel fischen in den Flüssen oder am Wasser. Ich finde es da nochmal auf jeden Fall wichtig hervorzuheben, dass es eben nicht alle
Samen, Rentierhüten, das ist immer so ein weit verbreitetes Bild, aber dass es eben sehr viel vielfältige und Lebensweisen gibt und genau, auch die gesehen werden. Ein ganz kurzer Abriss zur Geschichte. Früher haben die Samen halbnomadisch gelebt und sind quasi mit ihren Rentierherden den Totas dann durch das Gebiet gezogen, wo dann auch die Rentiere halt immer ihre jährlichen gleichen Routen haben, die halt von Weideländern und irgendwie da, wo sie kalben, abhängig sind. Ab dem 16. Jahrhundert wurden die Herden dann größer und ab dem 17. Jahrhundert wurde dann auch von den Ländern dort auch immer wieder Minen und Tonisierung gemacht und dadurch ist dann auch teilweise, dass die Samen auch sesshaft geworden sind. Und was halt eben den ganz großen Auswirkungen auch für ein Leben hat, ist halt der damit verbundene Rassismus, der auch von der Bevölkerung, die quasi gekommen ist, ausgegangen ist, aber eben halt auch die Ausbeutung von dem Land und schlussendlich eben halt auch der Verbot der Kulturen. Henrik, der bei uns auch Teil war, meinte so ein bisschen, dass es teilweise erschreckend ist, wie ähnlich und zu anderen indigenen Gemeinschaften so die Tonisierung abläuft. Es wirkt so ein bisschen so, als ob irgendwie die Regierenden damals irgendwie so ein Buch hatten, wie man indigene Menschen tonalisiert, weil es einfach sehr Parallelen gibt mit zum Beispiel Residential Schools zu Menschen in Nordamerika oder eben halt auch anderen Orten. Aber lest euch da gerne auch mal ein bisschen weiter ein. Wir wollen das auf so ein bisschen auf eingehen. Okay, das ist so. Wir wollen noch mal kurz darauf eingehen, auf was aktuell irgendwie eine große Problematik ist, und das ist eben halt die Ausbeutung von dem Land, der Samen, halt auch viel mit dem Ziel von Ressourcen gewinnen. Und das ist halt Extraktivismus heißt das, was halt irgendwie so auch bedeutet, dass es halt irgendwie dieser sehr starken Eingriff auch auf die Natur ist. Vielleicht da noch einmal ganz kurz zu sagen, weil vielleicht Menschen denken, da im Nordskandinavien, da ist da so viel Wildnis, und Wildnis ist halt auch irgendwie so eine sehr tollistische Gedankengut, weil an sich ist dort halt nichts unberührte Natur. Die Natur wurde halt nur, sag mal, gut gepflegt und so behandelt, dass sie irgendwie nachhaltig immer noch da ist. Aber jeder Berg und jeder Fluss hat dort einen Namen und seit Jahrhunderten. Also es ist halt nicht unberührt, wie es gerne von aus europäischer Sichtweise gesehen wird. Dann ist einmal das, auch gleich Minen zum Beispiel, ist da halt schon seit auch sehr vielen Jahren immer. Das zum Beispiel jetzt irgendwie Eisen und Silber ist eine sehr große Sache. Dann einmal die Abholzung, dann eben auch so Infrastrukturbau wie Schienen oder Straßen, die halt auch viel eigentlich dann für Industrien genutzt werden und nicht unbedingt für die Menschen. Dann in den letzten Jahren immer wieder so riesige Windparks geplant und auch die Staudämme, auf die wir eingehen werden. Einmal zu den Staudämmen. Es ist so, dass, wie wir ja vielleicht auch bereits gehört haben, die auch viel für Energiegewinnung, zum Beispiel auch für die Rechenzentren genutzt werden. Und es ist so, dass ganze Flussläufe und Biotope sich dadurch halt ändern. Und eben halt auch Siedlungen oder spirituelle Orte der Samen dann halt überflutet wird, weil halt häufig einfach Siedlungen an Flüssen gebaut wird. Und wenn natürlich dann Staudämme entstehen, die Flüsse breiter werden. Außerdem hat es dort das Beschiebe zur Folge, dass die Rentiere, die halt immer ihre gleichen Routen quasi folgen, auch durch die breiteren Flüsse gehen werden und dann halt häufig mitgerissen werden und Samen, die dann die Rentiere retten wollen, halt auch teilweise umkommen oder auf jeden Fall eine sehr gefährliche wird. In der Geschichte ist es sehr, oder was so ein bisschen erwähnenswert ist, ist der Widerstand 1979 in Alta, das ist in Norwegen, und da war quasi auch ein riesiger Protest gegen ein geplantes Staudammprojekt, was schlussendlich leider gebaut worden ist, aber was eine sehr große Wiederentdeckung der Identität zur Folge hatte und sehr viel auch mit Menschenrechten dann schlussendlich so als positives hervorgegangen ist. Ich würde noch einmal ganz kurz hinweisen auf eine Studie, die es gibt, dass einfach auch viele Staudämme dafür, dass sie so einen sehr krassen Einschnitt in der Natur hat, auch durchaus mit der Zeit eine sehr schlechte Energieeffizienz haben und deswegen das einfach nochmal zu überdenken ist. Eine Sache, die in Schweden
oder auch so bei uns immer selbst sichtbar war, wenn wir durchgefahren sind, war so, dass gerade, ich weiß nicht, abseits der touristischen Orte, man wendet sich immer so Schweden, ist immer so schön grün und es sind riesige Wälder. Und wenn man dann aber mal abseits von den Straßen geht, sieht man, dass auch unglaublich viele Orte einfach abgeholzt sind. Und eben auch, dass die, was dann auch neu ist, dass einfach die ganzen Bäume, die dort sind, eigentlich basically nur Plantagen sind. Also es ist nur noch, dass irgendwie 3-4% wirklich richtige Urwälder sind. Und also anders gesagt, 95% der Wälder da schon bereits zerstört worden sind. Und auf die Aufforstung ist dann meistens so mit anderen Bäumen und anderen, die halt schneller wachsen, damit sie halt schneller wieder den Rohstoff Holz abernten können quasi, was dann aber halt auch viel eine Folge hat, dass zum Beispiel Flechten oder Pilze einfach nicht mehr auf diesen Bäumen wachsen und dann halt das halt und diese Flechten oder Pilze halt häufig die Nahrungsgrundlagen für Rentiere, aber halt auch weit andere Lebewesen dort sind. Und genau, mit, es gibt dort auch teilweise auch eine Gruppe, die sehr viel sich auf so Biotop schaut. Und da war das halt teilweise so, dass so in so Urwäldern teilweise 120 Arten stattfinden von Pilzen und Flechten und anderen Lebewesen und in so Plantagen vielleicht gerade mal 20. Also eine ganz große Verlust von der Biodiversität. Genau, ein weiteres sind die Minen, die dort gebaut werden. Das ist häufig halt Eisen, Silber, aber eben halt auch andere Mineralien, die es gibt. Die werden häufig halt dann auch für in den letzten Jahren auch vermehrt für E-Mobilität, aber eben halt auch für grünen Stahl oder ganz viele anderen Sachen verwendet und auch sehr viel exportiert, also gerade Eisen. Genau. Und es können halt eben halt, gerade wenn es halt andere Mineralien sind, können halt auch teilweise giftige Stoffe in das Grundwasser gelangen und das hat dann halt wieder zu Folgen von auch der Lebensqualität dort oben. Da ist aktuell ein Projekt geplant in Gallock, soll eine Eisenmine entstehen, aber es ist halt auch zu vermuten, dass da halt in dieser Region nicht nur Eisen gibt, sondern auch ganz viele andere Sachen, dass das nicht bei einer Mine bleibt. Und da gibt es seit 2013 auch relativ viele Proteste, wo auch ja, die samische Community gerade so ein Veto eingelegt hat, oder nicht ein Veto, aber zumindest so ein versucht hat, rechtliche Mittel einzulegen. Genau, und es ist wahrscheinlich jetzt aber auch in den nächsten Jahren immer mal wieder vielleicht wert, da mal zu schauen, wie sich das so entwickelt. Als weitere sind Windparks aktuell eine ziemlich große Sache. Ihr seht da auf der Karte alle grünen Punkte, das sind alles so Windparks, die gebaut werden sollen. Und da denkt man sich erstmal so, hier sind Windparks ja immer sehr, also sehr positiv besetzt oder zumindest so Windräder, aber es sind anders als hier. Es ist dort, sind das dann halt eher so Windräder, die ungefähr um die 300 Meter groß sind, sind riesige Parks, die halt quasi dazu führen, dass halt Talschlag oder Industrialisierung von Gebieten kommt und genau halt die Landschaft auch wirklich nachhaltig verändert. Dazu kommt noch, dass halt die Migration der Rentiere dadurch gestört wird, weil irgendwie ja, die Windräder quasi so die natürlichen Fressfeinde imitieren und die Rentiere das meiden und das dann halt gerade, wenn es halt so in Weideländern oder halt auch Länder oder Orten sind, wo die Rentiere kalben, dann meiden sie das halt und dann können halt ganze Migrationen von den Rentieren gestört werden. Genau, dazu, und es gibt halt auch kein Mitspracherecht. Genau, hier werden wir aber noch einmal vielleicht ein bisschen auch von Henrik selber ein Audio abspielen, um da kann er noch ein bisschen erzählen, wie er das selber so Hellberget is a windmill farm. We have fought against it 11 years and we are losing everything that we can in the court system. We have one chance more to go to European court, but the only problem is that it costs 500,000 euro at least. And we are foreigner herders. It's pretty, we need to have a big lotto. Winning if we will manage to do that, but we, so I think that possibility, we can try to fix this money, but it feels impossible, but that's the only thing we have left that we can do, or else it's demonstrations, and we have demonstrated already from beginning, we have tried every step that is possible, and we have tried to going through all the courts. And now it have going 11 years and we still continue fighting. It's a fight that continue and I think it will be happen things very soon there because it's
coming closer and closer. It's the same as Gallup. That is smaller companies that it's not government-owned companies, at least. And I think it's easier to fight against. I mean, the retirement people in your country not can be want to kill our culture if they know it. So then it's only our problem to get them to know it, what they're doing. And I think it's the Gallup is also a smaller company that is easier when it's stockholders and things, if you can doing. And I think in Gallup the real big fight will be, because there it will be, it's so well known, and it's, you know, they have great on there in their back, they have, you know, all this youth organization is really focused on this fight. So it will be, if we're not winning that fight, we will never ever winning anything anymore. It's like, yeah, but all the Sami people is together there, all the environment organization is together there. It's like everyone is together in that fight. There's so many people there, so it will be impossible for police and things like that. I mean, it maybe if it's coming 10,000 people or something, what they will do? It's like the police station in Jokkmokk have two places. It's there, it will be the big, I think, to see what is. I think there it will be a change also by the laws, because it need to be a change. And I always speak about it must be a veto for the Sami people. Then we're there also to say yes to something. But as it now, we're not there to say yes to anything. We need to say no to everything, because it's always coming more and more and more and more. If we know we have a veto, then we can, you know, start to figure out how to, where, as your question was to Annie, but what to do. But for now, we not can do anything else than stop everything. If we have the veto, so we know that we can save the heart of our lands, then maybe we can cut off a finger in some other part. But you not can, when you not know what happened and you not are sure how the land will look like, you have no chance to say yes to anything. You need to fight everything. Genau, und da vielleicht noch einmal so ein bisschen ein Schluss- oder Abschlusswort, dass es halt irgendwie einfach auch an unterschiedlichen Orten halt dann auch andere lokale Lösungen gibt. Und vielleicht, weil Windparks hier eine gute Sache sind, es nicht unbedingt dort ist und auch immer das Sachen kritisch hinterfragen, wie das so ist. Genau. Nun haben die Windparks ja eine unglaublich große Energiemenge, die sie erzeugen. Und da fragt man sich schon, okay, wofür wird eigentlich diese Energie gebraucht? Weil eigentlich dort oben wohnen echt nicht so viele Menschen, dass sie eigentlich jetzt die Energie bräuchten, beziehungsweise es ist nicht so, dass es jetzt eine Haushaltsenergie ist und dass es halt naheliegend, dass das halt ausschließlich eine primär für die Wirtschaft gemacht wird. Und es ist auch der Plan von der schwedischen Regierung, so eine so-called Green Transition von ja, den Industrien und eben halt riesige Gigafactories, die dort geplant werden in so einem Green Valley, was ein bisschen so ein Synonym ist, sowieso Silicon Valley. Genau, und es bleiben eben halt die ganzen kolonialen Kontinuitäten bestehen. Und genau, vielleicht noch auch eine Sache, dann noch so ein bisschen auch auf das Datencenter zurück, dass halt auch genau diese grünen Energien, die da irgendwie so als nachhaltig gepriesen werden, halt eben halt auch beruhen auf die Ausbeutung von den Samen dort vor Ort. Genau, wir werden jetzt nochmal eine zweite Video abspielen von einem Aktivisten von Koloniana, das ist dort auch im Die sind dort auch aktiv und ja. Okay, so the Green Valley, that's been a new name for the north of Sweden or for Sápmi. And it's a reference to the Silicon Valley, of course. And this is because the north of Sweden is not only special for me because I live there. It's like it's a unique place. What's happening there right now is very important for the whole of Europe. It's this what they call the green transition, and they call it the Swedish model because it's kind of the first experiment on a bigger scale to try to implement this green transition with green factories and to make green steel and electric cars and all these kind of things. First, I will talk about the new factories, because they're building like
4, 5, 6, I'm not sure how many, probably more, really big mega factories in the north of Sweden. Here's a few examples. One is Northvolt, where they want to make lithium batteries for electric cars mainly and for other vehicles. Green Steel, where they want to make steel without using coal and instead use hydrogen gas. And then there's a few others. And what's interesting about these factories is that they will use so much electricity. It's estimated that if you take the whole energy consumption of Sweden, if you say that the whole of Sweden now is eating one apple, these factories, only these factories, will eat almost an apple in themselves. So that means that they would double the amount of energy that Sweden has to use, which is quite much. And this is not everything. This is just the factories. Then the plan is also they want to do the electrification of everything. They want to basically electrify everything. Cars, machinery, mines, you name it, airplanes. So they are estimating that just within the coming 10 years or 15 years, the energy consumption in Sweden will maybe triple or even fourfold. It's a huge increase in the need for electricity. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende. Ich gebe noch einen kleinen Ausblick, was so unsere Schlussfolgerungen daraus sind. Zuerst, das Zitat habe ich, glaube ich, von meinem ersten Kongress, auf dem ich war: Es gibt keine technischen Lösungen für soziale Probleme. Damit meine ich, dass vor einigen hundert Jahren Europäer in die Welt gezogen sind und neue Orte in Anführungszeichen entdeckt haben, die aber schon lange bewohnt waren von Menschen. Und der Überzeugung waren, erstens, dass sie mit der Natur, die ja unberührt ist, was sie nicht war, machen können, was sie wollen. Denn im Kapitalismus hat Natur als solche keinen Wert. Und zum anderen waren sie davon überzeugt, dass ihr eigener Lebensstil, ihre eigenen Ideen mehr wert wären als das von den Menschen, die dort schon seit sehr, sehr langer Zeit leben. Und haben in der Folge diese Menschen unterdrückt und tun das bis heute. Und infolge dieser Zerstörung der Natur haben wir jetzt heutzutage einen Klimawandel, der so drastisch ist, die Klimakatastrophe ist so drastisch, dass selbst wir in Mitteleuropa das nicht mehr ignorieren können. Und wir können jetzt nicht hingehen und mit der gleichen Denkweise, die dieses Problem erzeugt hat, wieder zu indigenen Menschen hingehen. Und Nordeuropa ist hier nur ein Beispiel. Das passiert auch woanders auf der Welt, dass unter dem Deckmantel der Green Transition eigentlich Kolonialismus vorangetrieben wird. Und die Menschen sagen, naja, wir wollen aber unseren Lebensstil gern weiterbehalten. Können wir vielleicht noch mehr von eurem Land, noch mehr von eurer Natur zerstören und vielleicht eure Lebensweise noch weiter auslöschen? Weil wir brauchen das jetzt wirklich dringend. Diese Denkweise darf nicht weiter so funktionieren. Stattdessen schlagen wir vor, dass wir indigene Perspektiven hören. Es gibt in jedem Medium, Schrift, Video, YouTube, überall gibt es diese Kämpfe zu sehen, zu hören, zu verstehen, die überall rund um die Welt schon seit hunderten Jahren, seit dem Beginn der Kolonialisierung gegen diese Umweltzerstörung stattfindet. Und mit diesen indigenen Perspektiven im Gepäck fordern wir Menschen dazu auf, Scheinlösungen bzw. Lösungen kritisch zu hinterfragen. Uns werden immer wieder Lösungen präsentiert, die aber letztendlich vor allem großen Konzernen nutzen. Und die für uns aber manchmal, ja, es ist sehr schön einfach, die zu akzeptieren, denn die andere Möglichkeit, wenn wir eben diese Scheinlösung nicht akzeptieren, ist ganz schön viel harte Arbeit, die vor uns steht, bis zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Perspektiven brauchen, um diese Lösungen kritisch zu hinterfragen. Eins, das denke ich auf dem Kongress hier schon so ein bisschen offene Türen einrennen, sind dabei, dass wir dezentrale Infrastrukturen brauchen. Wir brauchen demokratisierte Infrastrukturen. Wir brauchen Infrastrukturen, die von Menschen für Menschen geschaffen werden. Und dabei müssen wir eben auch diese marginalisierten Perspektiven nicht nur von indigenen Menschen, sondern auch von anderen marginalisierten Gruppen schon einberechnen und sie auch schon im Prozess von der Technologie
im Entscheidungsprozess mit einbinden. Und im Endeffekt heißt es, dass wir, gerade auch als Menschen, die im technischen Bereich arbeiten, müssen Verantwortung übernehmen, vor allem auch Verantwortung für koloniales Denken, das wir vielleicht gelernt haben. Also jetzt zum Beispiel, was wir jetzt in diesem Talk aufgezeigt haben, dass dieses Konzept von Wildnis, dieses Konzept von, naja, wir könnten auch in Deutschland mehr Windräder bauen, wir könnten auch in Deutschland mehr Wasserkraftwerke bauen, aber an all unseren Flüssen leben ja Menschen. Naja, das ist ein koloniales Denkweise, denn dort oben im Norden, da haben auch Menschen an den Flüssen gelebt und die wurden vertrieben für unseren Strom. Und das müssen wir eben aufbrechen und Verantwortung für diese kolonialen Denkweisen übernehmen und das in unserer täglichen Arbeit und was es das auch sei und wie denn tatsächlich auch konkrete Lösungen aussehen, mit einbeziehen. Dafür haben wir euch auch ein bisschen Literatur mitgebracht. Koloniana, das Kollektiv, mit dem wir zusammenarbeiten, hat Anfang des Jahres ein Buch mitgebracht, das wir auch, so ein paar Exemplare haben wir gegen Spende dabei, man kann es bei denen bestellen und es gibt es auf der Seite auch als PDF. Alternativ haben wir auf unserer Webseite darunter auch noch eine Ressourcensammlung, eine kleine Ressourcensammlung zum Starten der Recherche quasi zurechtgelegt und wir haben den Info-Channel für den deutschsprachigen Raum, was Nachrichten aus SubMe angeht. Falls ihr keine Lust auf Telegram habt, könnt ihr auch einfach unseren Blog in euren RSS-Reader hinzufügen. Genau, das war es dann schon von unserer Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hätten dann noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. So, vielen Dank Maris und Kim für diesen Vortrag über SubMe. Dann werde ich jetzt mal zu den Signal Angels rüberschauen, ob da eine Frage aus dem Internet da ist. Alternativ, nein, keine Fragen. Alternativ würde ich auch kurz darauf hinweisen, wir machen jetzt ein kurzes Q&A. Wir haben später direkt im Anschluss zu diesem Talk in der Bits und Bäume Cluster auch noch einen Q&A mit Hendrik anders schon. Also den Menschen, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten. Wir haben gedacht, das passt nicht so richtig, das mit dem Videocall, das funktioniert vielleicht nicht, wenn wir es hier auf der Stage machen, deswegen machen wir das separat. Also falls ihr da direkt Fragen habt, könnt ihr auch da noch mit hinkommen. Alles klar, der erste Talk, der ein Upgrade auf das Q&A sich selber macht. Hervorragend. Dann fangen wir an mit Mikrofon 3, bitte. Ja, vielen Dank für diese Präsentation, sehr, sehr spannend. Meine erste Frage wäre, um wie viel Uhr ist diese Bits und Bäume Q&A, weil da wäre ich sehr gerne dabei. Und also gab es auch konkrete Aufforderungen, von was die Sami erwarten, von was wir quasi in andere Länder machen können? So ganz konkret, also mit den Rechenzentren, gibt es dazu auch eine Aufforderung, also kann man das technisch lösen, dass man weniger Rechenzentren bräuchte, damit die nirgendwo quasi sein müssten? Also nicht da, aber auch, dass man insgesamt weniger Platz bräuchte. Ich würde einmal ein bisschen auf die erste, also erstmal um 18.20 Uhr ist die genau, das Q&A. Und zu deiner anderen Frage, ich glaube so, was uns immer auf der Vierde gesagt worden ist, halt, dass es irgendwie auch sichtbar gemacht, dass es das Menschen darüber wissen und es sich bewusst machen, woher das kommt. Und das ist irgendwie auch viel einfach so ein Wunsch, der quasi weitergegeben worden ist. Und eben halt auch zu schauen, also Deutschland ist halt auch ein Land, was sehr viel von dem Exporteuren oder von Schweden profitiert und da teilweise auch so Verbindungen zu sehen und dann eben halt die auch darauf hinzuweisen und irgendwie auch kritisch zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr wichtig ist. Zum Beispiel war auch eben, dass zum Beispiel die in den Niederlanden, die hier die Renten, was war das? Pensionsfonds. Ja, genau, Rentenfonds teilweise eben halt auch die Windparks unterstützen und dass teilweise da eben so ganz viel so Parallelen auch sind und sowas halt irgendwie dafür sich einzustehen, dass man hier dann sagen, hier was zu organisieren, was man halt eben erlaubt ist. Und zu den Datencentern ist es halt so, dass da jetzt auch nicht direkt was kam, aber dass es halt viel einfach ist, so zu schauen, welche Daten werden denn überhaupt gespeichert. Das waren jetzt ja teilweise TikTok oder Facebook, die ja wahrscheinlich unglaublich viel so Benutzer in Daten dort speichern. Und dann ist halt die Frage, okay, abgesehen davon, dass dann irgendwie ganz viele Daten gesammelt werden oder wer braucht das dann eigentlich da? Und dass das halt dann die Daten nur für das Nötigste quasi genommen wird. So, das Internet hat sich eine Frage überlegt. Yeah, just the question whether your self-organized Q&A will be streamed. I don't know. I don't think so, actually. I don't think so.
Okay, thank you. But I don't know. Okay, Mikrofon 4 bitte. Hi, cooler Talk, vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar, ich glaube, dass die meisten Rechenzentren nicht nur für Speicherplatz genutzt werden, sondern insbesondere für die AI-Entwicklung. Also wir brauchen halt super viele Rechenzentren an Kapazität, Platz, um diese Rechenanforderungen gerecht zu werden. Wie ist das denn in Einklang zu bringen mit eurem Vortrag, also in Bezug auf, wir brauchen mehr Rechenzentren, also ich bin davon überzeugt, dass wir es brauchen und auch wenn wir jetzt sagen, nein, ich glaube, der Rest macht es trotzdem. Was können wir denn da als Lösung machen? Habt ihr vielleicht eine Idee? Mhm. Ja, ich glaube, also ich würde erstmal sagen, uns steht es nicht zu, Rechenzentren zu bauen auf Land, das eigentlich andere Menschen benötigen, um ihre Leben und ihre Kultur zu erhalten. Also das dürfen wir einfach nicht machen, egal wie sehr wir das vielleicht brauchen. Und ich würde auch hinterfragen, wie sehr wir es dann am Ende tatsächlich brauchen, dass irgendwie das x-tausendste Model irgendwie vielleicht getrained wird, nur weil irgendwie gerade ein Mensch ein bisschen was rumexperimentieren will. Und zum anderen könnte eine Lösung sein, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also erstmal, unser Talk ist auch eine Aufforderung, diese Perspektive mitzunehmen und eigene Lösungen zu entwickeln, in dem Feld, wo ihr arbeitet. Aber eine Lösung, die ich persönlich, die ist jetzt keine Meinung der Infotour, direkt denken müsste, würde wäre, wir brauchen gerade beim Trainieren von Models gar nicht so eine hohe Availability. Das muss nicht unbedingt sofort passieren. Es kann auch dann passieren, wenn wir gerade Strom haben, vielleicht gerade in Schleswig-Holstein, wenn hier mal wieder irgendwie Sturm ist. Dann kann das passieren und sonst vielleicht auch einfach mal nicht. Also das wäre eine Möglichkeit. Im Endeffekt die Anforderung der Rechenleistung auf die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien an. Ja. Eine spontane Idee, ich denke, viele andere Menschen können noch deutlich bessere Lösungen hier im Raum entwickeln. Okay, super, vielen Dank. Dann Mikrofon 2 bitte. My apologies for speaking in English. My German isn't quite up to it and I may have missed something. I'm from Finland, by the way, and while I don't live in Lapland, I spend several weeks there every year. And I may note that there are no data center issues in Finnish Lapland. There are in Finland, there are some in southern Finland. But the mine building and electricity issues are familiar enough. The situation is, of course, as always, more complicated than usual, and especially when fighting against mines, it turns out that quite often the Sami people themselves are not exactly sort of the same opinion, all of them. And quite often, majority of them turns out to be supporting mines, for example, in order to get economic benefits. And likewise for electricity, if the main issue is to make sure that they get their share of the money it produces, not so much. Of course, even those, some of them fight for the traditional lifestyle. But electrification of everything that was mentioned. At the moment, Lapland runs on diesel, and that's not good either. So if we can electrify the cars there, it would be a major benefit to begin with. So I don't really have a good question or even a little an answer, but pointing out that the things are more complicated than they seem to be. I'm not sure what you want to do there out there. Okay, I can understand the opposition to unnecessary electricity usage, but some of it is useful. And I hate the mines coming up, but as I see their point of view, who support them as well, because some people are living out there of the land, traditional way, doesn't really work anymore. The reindeer herding is way out of hand already. The main problem is there are too many of them. The land can't feed them. They have to feed them by artificial means, by importing grain or whatever. Okay. So, okay, I've spoken enough. Thank you. But you're probably well invited to join the Q&A session later at Bits and Bäume. So, is there anything more from the internet? I would like to. Oh, sorry. There's a lot to unpack, and I will try to answer that in German. Hope the translation will keep up. Zur letzten Sache, die gesagt hast, dass es nicht mehr, dass die Rentiere im Winter zugefüttert werden müssen, das stimmt. Gerade dadurch, dass wir zum Beispiel eben fast 90% Clear-Cut haben und nur noch Plantagen haben. Und Plantagen können ab einer gewissen Menge von Eis, weil sie keine Flechten haben, Rentiere nicht mehr füttern. Das heißt, das ist ein Problem, das nicht irgendwie an der Begrenzung des Landes liegt, sondern es liegt daran, dass das Land zerstört wurde, dass diese Rentiere im Winter zugefüttert werden müssen. Und unter anderem liegt es auch am Klimawandel, der da oben schon starke Auswirkungen hat. Zu dem Hinweis, dass die Sami-Community zum Teil eben anscheinend gespalten ist, was diese Fragen angeht, würde ich sagen, dass wir
eine sehr starke Kolonialisierung haben. Die unterschiedlichen Länder haben verschiedene Mittel der Gewalt eingesetzt und setzen sie auch immer noch ein gegen die Sami-Community. Und was wir gerade zum Beispiel in Schweden häufiger sehen, ist, dass die großen Firmen kommen und sowas sagen wie, hey, wir machen so und so viele tolle neue Jobs. Und das sagen die als allererstes zu der Nicht-Sami-Bevölkerung und sagen, ah ja, und das wird alles super toll und wir brauchen nur dieses eine Projekt. Und dann am Ende, wenn sie die ganze Bevölkerung schon gesagt haben, kommen sie und sagen, ey, was denkt ihr eigentlich davon? Und man muss wissen, dass da oben im Norden sowieso schon sehr viel Rassismus gegen Samen gibt und dass die Samen dort künstlich unter Druck gesetzt werden, das zu akzeptieren. Diese Spaltung eben nicht von Natur aus da ist, sondern dass diese Spaltung ganz gezielt von Regierungen oder von großen Konzernen herbeigeführt wird. Und zuletzt würde ich noch sagen, dass auch an dem Beispiel von dem Helleberg Windkraftpark gerade Hendricks Community eine extrem große Menge Geld geboten wurde, jährlich ausgezahlt an Beteiligung an diesem Windkraftpark. Und Hendrik hat das abgelehnt und hat gesagt, nein, wir können nicht das Herzstück unseres Land, das Land, an dem unsere Rentiere ihre Kinder zur Welt bringen, zerstören lassen für Geld. Denn das kann man nicht essen. Also ich würde das nochmal ein bisschen in Relation stellen. Das ist nicht ganz so eindimensional. Es ist deutlich komplizierter durch die Kolonialisierung, die schon sehr lange stattgefunden hat. Okay. Vielen Dank nochmal für das Aufgreifen und wir sind jetzt leider am Ende der Zeit für diesen Zeitslot, aber wie ihr schon gehört habt, könnt ihr euch in einigen Minuten bei Bits und Bäume an der weiteren Diskussion beteiligen. Damit würde ich sagen, noch eine Runde Applaus für Kim und Maris. Applaus